Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute habe ich eine ganz illustre Runde, denn der heutige Podcast wird, glaube ich, ein Nerd-Talk mit Eichenlaub und Schwertern werden. Ich habe drei ganz famose Podcast-Macher dabei und wir werden heute über das Thema reden. Dann bist du doch gar kein Fan, wenn du das nicht magst. Will sagen, wir reden heute über Fans, Fandoms und die, ja, aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, denn ich habe das Ganze heute ein bisschen initiiert, immer aggressiver und gnadenloser werdende Diskussionen innerhalb der verschiedenen Fangruppen, die immer beginnen, den einen oder anderen doch dann auszugrenzen, wenn man da nicht seiner Meinung ist. Das wollen wir heute diskutieren und meine Gäste, drei an der Zahl, möchte ich euch mal heute vorstellen. Da haben wir zum einen den Moritz. Hallo. Sei gegrüßt. Ich mache übrigens keinen Podcast. Aber du bist regelmäßig zu Gast bei einem Podcast. Das ist wohl richtig, ja. Welcher wäre das? Das ist Planet Trek FM mit Björn Sülter. Prima. Da bin ich relativ häufig dabei. Und da redet ihr, wie der Name schon sagt, wahrscheinlich über Star Trek. Ja, grundsätzlich schon, aber es soll sich wohl auch noch auf weitere Gebiete weiter erstrecken. Prima. Dann haben wir den Dominik von Pen und Podcast. Hallo. Moin. Und Pen und Podcast, man könnte schon fast erraten, worum es bei eurem Podcast geht. Ja, der Name ist auf jeden Fall so ein bisschen Dead Giveaway. Wir machen einen Podcast über Pen und Paper Rollenspiele, Live Rollenspiele und so ein bisschen Spielleitern und Spielentwicklung von Pen und Paper Rollenspielen. Prima. Und last but not least der Raphael vom Popschutz. Hallo. Horido. Um was geht's denn bei eurem Podcast? Ja, ähnlich wie bei euch immer querbeet durchs Nerdtum. Egal ob Bücher, Spiele, Filme, die fragen, welche Serie wird besser, wenn sich der Hauptakteur ein Bart wechseln lässt, also Star Trek und ähnliche Themen. Demnächst wird bei uns ein schönes Thema sein, Zensur in Film und Spiel und warum werden Spiele anders dabei behandelt als Filme. Warum ist eine grüne Tonne Blut besser als eine rote? Korrekt. Warum ist Herr Heiler besser als Herr Hitler? Mein Leben. Oha. Ja, das sind alles ganz schön viele Themen, da werden wir vielleicht heute mal wieder abschweifen und dann trotzdem noch dazukommen. Bevor wir ins Thema reingehen, noch ein kleines bisschen Werbung. Nerdizismus könnt ihr finden auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und auf YouTube und seit neuestem auch auf Vero, so eine ganz hippe Social Media App. Also wer jetzt auch schon Vero installiert hat auf seinem Smartphone, der kann auch da gerne die Nerdizisten mit Nerdizismus suchen und dann adden. Bevor wir einsteigen, damit wir auch alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, haben wir natürlich traditionell hier bei Nerdizismus unsere Frage nach dem Nerdfaktor auf einer Skala von 1 bis 10. Fangen wir jetzt mal von hinten an. Raphael, was ist denn dein Nerdfaktor? Mein Nerdfaktor ist, dass ich Moritz Nickname vorhin verstanden habe und deswegen schon sagte, als die Mauern fielen. Kriegst du es auch irgendwie auf einer Skala von 1 bis 10? Schwankend irgendwo zwischen 8 und 9,5. Prima. Dominik, dein Nerdfaktor bitte. Oh, allgemein würde ich sagen, so eine solide 7, je nachdem, welchen Bereich es geht, vielleicht auch mal so eine 8 oder eine 9. Und Moritz, deine? Ich würde mal sagen, eine 8. Warte mal, wie sagt er das doch? Jim, bei immer wieder Jim, bei Frauen gibt es nur eine 2 und eine 9. Egal, anderes Thema. 8. Ich habe eine etwas größere Abneigung gegen, also ich bin nicht so der Superhelden-DC-Marvel-Mensch, von daher ziehe ich da mal 2 ab und sag 8. Dann bist du ja gar kein richtiger Fan. Ja, so da sind wir auch schon genau schon mitten im Thema drin. Anlass für diese Runde war, dass ich vor einigen Wochen ein, ja, ich sag mal, Meme oder ein Bild auf YouTube, auf Facebook gesehen habe. Das haben wir auch bei uns im Blog dann verlinkt und auf der Facebook-Seite. Das in etwa das zusammenfasst, was mir
auch jetzt gerade nochmal besonders im Hinblick auf The Last Jedi, aber auch bei Star Trek Discovery oder MCU, DCU und wie sie alle heißen, aufgefallen ist, nämlich diese Anfeindungen innerhalb der Fangruppen. Und das Meme ging ungefähr folgendermaßen, es war eine Box oben mit so einem Entscheidungsdiagramm, also ja oder nein, do you like The Last Jedi oder did you like The Last Jedi? Yes, then you are no true Star Wars Fan oder no, then you are no true Star Wars Fan. Also egal, ob man jetzt The Last Jedi mag oder nicht mag, aus der Sicht des anderen ist man immer nicht der wahre Fan. Und ich gebe jetzt einfach mal so die Frage in die Runde, bin ich denn alleine damit, mit dieser Wahrnehmung, oder ist euch das in letzter Zeit auch schon aufgefallen? Und wenn ja, an welchem Beispiel könnt ihr das vielleicht festmachen? Moritz, wo du doch im Star Trek-Universum unterwegs bist, hat sich da was verändert mit Discovery? Da merkt man es, also man hat das quasi in den, nennen wir es einfach mal grob, in den letzten 15 Wochen, ohne die Pause, merkte man das quasi bei jeder Episodenbesprechung. Oh ja. Weil da quasi die, nennen wir sie einfach mal, die Neufans auf die Altfans getroffen sind und sich da die Argumente und Gegenargumente um die Ohren geballert haben, dass es nicht mehr schön war. Also man letztendlich, ich muss ganz ehrlich für mich sagen, ich habe mich irgendwann recht schnell aus sehr vielen Sachen rausgehalten, weil man einfach nirgendwo mehr im Mittelfeld stehen konnte, weil du für irgendeine Gruppe immer der, wie du schon gesagt hast, der Nicht-Fan warst. Und so machte für mich das Diskutieren generell einfach keinen Spaß. Dominik, hast du das auch schon irgendwo mal mitgekriegt und kannst du es vielleicht an einem Beispiel festmachen? Oder glaubst du, dass es früher ein anderes Diskutieren war? Ich meine, nehmen wir mal die Menschen, die aus den Prequels rauskamen und die mochten versus die, die es nicht mochten. Ja gut, bei den Prequels muss man sagen, am Anfang haben die sehr viele Leute gemocht, nur dann ist das Stück für Stück weggegangen. Ich habe selber früher gesagt, dass die Prequels cool waren, als ich sie so gerade gesehen habe, aber da war ich auch noch so ein kleiner Lütz, deswegen, also wir reden jetzt von den Star Wars Prequels. Ja, ja. Okay. Ja, also mittlerweile ist es eigentlich wirklich so, dadurch, dass halt immer wieder solche Sachen wie halt DCU und MCU oder wie sie nochmal alle heißen, teilweise in genauer Konkurrenz miteinander stehen, dass halt die Anfeindungen immer krasser werden. Also so, das ist schwer zu beschreiben. Also ich habe immer das Gefühl, dass es so eine Gruppe von Fans gibt, die einfach so eine falschen, so einen falschen Sinn von wie kann man das sagen? Das ist meins und nur meins. Und wie was erdreistest du dich, was darüber zu sagen? So, in der das so eine Mentalität sich langsam entwickelt hat. Wobei ich das ein bisschen kompliziert finde mit, wo es immer spricht, von wegen Marvel und DCU. Das eine sind ja teilweise die Marvels und das andere sind die DCUs und die stehen sich halt gegeneinander feindlich gegenüber und das muss man ja unterscheiden zu Leute, die zu Star Trek Discovery neu dazukommen, mit Star Trek bisher nichts am Hut hatten und denen, die mit Star Trek quasi aufgewachsen sind, ist ja schon eine etwas andere Sachlage. Ja, aber also auch selbst Leute aus dem alten Lager feinden sich an, weil du darfst ja teilweise nicht mehr aus dem alten Lager, darfst du ja teilweise auch nicht Fan von Discovery sein oder nicht, es ist ja, egal. Ja. Also ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass quasi, wie man könnte sagen, szeneninterne Diskussionen, also wenn man jetzt zum Beispiel nur in der Trekkie-Szene ist, dass da die Diskussionen zum Beispiel stärker sind als jetzt zum Beispiel von DCU zu MCU, weil das wieder zwei verschiedene Szenen sind und die sich halt nicht so krass anfeinden. Es ist ja auch teilweise, darfst du ja als, oder wird dir ja das Recht abgesprochen, einen Film zu bewerten. Mir ist das zum Beispiel ganz krass aufgefallen bei hier Batman vs. Superman. Och. Und zwar, weißt du, also ich muss doch in der Lage sein, objektiv, und das kann man ja bei dem Film wirklich ganz, also ich rede nicht von dem Director's Cut, der einiges rettet, ich rede von der Kinoversion. Ne? Man kann doch objektiv anhand von sehr vielen Beispielen festmachen, dass das kein guter Film handwerklich und storytechnisch ist. Und es macht vor allem für die andere Person ja nichts schlechter. Wenn Richtig. Du nur meinst, der Film ist schlecht und der andere hat dran Spaß gehabt, es wird dadurch doch nicht schlechter. Aber sofort wirst du, und du kommst dann ganz abstruse Argumente, habe ich dann in den Gruppen, dann werden mir dann die Einspielergebnisse um die Ohren gehauen, als ob Einspielergebnisse einen guten Film ausmachen. Also wenn Einspielergebnisse einen guten Film ausmachen, dann ist Kindsköpfe 2 einer der besten Filme aller Zeiten. Ich würde sagen, dieses Argument hast du bei allen Filmen, dass es gar keine DCU
spezifische Sache. Also so wird immer argumentiert. Das ist bei Serien exakt dasselbe, von wegen, die Quoten sind gut, also ist das in Anführungszeichen Qualität. Ja, das ist auf jeden Fall auch so eine ganz komische Ansicht. Nachdem müssten auch Transformer-Filme gut sein und Walking Dead, die absolute Königskategorie und aber auch mal vorhin zu deiner Frage, du hast ja gefragt, ob es jetzt ein neues Phänomen ist. Der Witz ist, nein. Eine Freundin von mir hat mal einen alten Artikel rausgesucht, als das Imperium schlägt zurückkam. Hieß es von vielen Leuten, das ist kein echtes Star Wars mehr, das ist jetzt Dallas im Weltraum. Wer hat das denn geschrieben? Das ist ja interessant. Weißt du noch, kannst du dich erinnern, wo das stand? War das in der Cinema in Deutschland oder war das irgendwie ein US-Magazin? Ich müsste mal fragen, sie hat mir das damals mal vorgelegt. Aber lange Zeit galt ja auch der Geschichte mit den Ewoks bei Episode 6 als das ultimativ Schlechte. Jetzt wird der Film wieder hochgelobt, jetzt sind es Gungans oder Porks, es ist jede Änderung wird schlecht aufgenommen. Ja, so kann man natürlich argumentieren. Es gibt auch ein anderes Meme, wo ein Nerd vor einem Rechner sitzt und dann steht drüber, wenn Return of the Jedi heute rausgekommen wäre, dann stehen halt auch so Sachen drin, ja, der Imperator, überhaupt keine Backstory, sofort gekillt etc. pp. Ich muss sagen, ich finde, das kann man nur bedingt miteinander vergleichen. Denn A, ist das jetzt schon 30, 40 Jahre her, je nachdem, von welchem Franchise wir reden. Richtig. Damals hat man komplett anders erzählt. Und auch wenn es abgedroschen klingt und ich das sehr oft in meinen Podcasts sage, wir hatten ja nichts. Ja? Nee, ich meinte jetzt nicht so in dem Vergleich, sondern es wird immer jemand geben, der sagt, wenn irgendein neuer Film rauskommt, der hat das Universum zerstört. Also das Star Wars-Universum wurde schon so oft zerstört. Und das ist einfach dieser Teil, Fan leitet sich ab von Fanatic. Nichts anderes sind wir oft genug. Bist du denn irgendwo Fanatic, wo du sagst, da kann mir einer erzählen, was will, ich verteidige es auf Biegen und Brechen? Könnte mal passieren, aber ich versuche meistens schon so ein bisschen die Objektivität zu wahren, aber es gibt Sachen, wo ich mich da auch nicht ganz freisprechen kann, ja. Es kommt auch da auch immer drauf an, was man als Argumente ins Feld gegen etwas führt. Es gibt gute Argumente und es gibt, wie wir eben schon gesagt haben, Quoten oder so. Es gibt halt auch Argumente, die kannst du in Anführungszeichen nicht ernst nehmen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich diskutiere einfach auch zu gerne, als dass ich dann wirklich einen anderen Standpunkt überhaupt nicht zulasse. Wie sieht es denn aus mit den Diskussionen? Also wenn du hast ja eigentlich zwar ein bisschen zwei Arten von Diskussionen. Du hast ja so diese Diskussion innerhalb des Universums. Also nehmen wir mal jetzt The Last Jedi, wo dann Menschen gibt, die dann sagen, ja, diese und jene Force Power, die gibt's ja so gar nicht oder die ist ja jetzt einfach erfunden worden. Das ist ja so diese eine Geschichte und dann gibt's ja so diese andere Geschichte außen drum rum, so ruined my childhood, so das ist so dieser eine Aspekt und ist halt als Film einfach irgendwie auch suboptimal oder schlecht, wobei ich das jetzt nicht auf The Last Jedi explizit meine, sondern so grundsätzlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es A sich vermischt und was ich überhaupt nicht gewechselt kriege, ist so dieses Ausschlusskriterium. Also wenn du nicht das, dann kannst du nicht das sein. Meiner Meinung nach absoluter Unsinn. Also für mich, ich löse die Sachen immer für mich so. Ich sage, ich habe meinen persönlichen Kanon, wenn ich etwas für mich nicht gut finde, kann ich es für mich rausstreichen. Aber wenn jemand anders das gut findet, soll das für sich drin lassen. Sowieso. Ja. Ich meine mal, ich kann auch mit Discovery leben. Ich fand das Finale jetzt nicht dolle. Aber, oh mein Gott, mich hat es unterhalten bisher und das reicht mir. Reicht wirklich heutzutage noch unterhalten? Ich meine, dann wird ja immer ins Feld geführt, dass man sagt, guck dir mal die erste Staffel TNG an, was für ein Crap das ist. Ja, aus heutiger Sicht mag das ja so sein, aber aus damaliger Sicht war es dann halt eben nicht. Aber kann man sich denn nicht auch vortrefflich drüber streiten, zum Beispiel, wenn man jetzt mal, um bei Discovery zu bleiben, einfach die grundsätzliche Frage stellt, warum zum Beispiel diese Timeline zu diesem Zeitpunkt gewählt wurde? Ja, also warum geht man nicht irgendwie 100 Jahre später und macht sich von vielen Dingen frei? Und dann ist mir aufgefallen, wir machen ja auch einen Podcast zu Star Trek Discovery. Wir haben letztens mal unsere Hörer gefragt,
gefragt, ob ihr denn die Folge jetzt mega fandet oder eher nicht so, also die Staffel. Und Facebook lässt nur zwei Antworten zu, deswegen konnten wir jetzt keine dritte reinmachen. Und egal, ob wir jetzt, also ihr musstet sich entscheiden zwischen mega und geh mir weg, aber egal, ob wir das auf Twitter hatten oder auf Facebook, also 80% fanden es mega und 20% sagten, geh mir weg. Bei das ist ungefähr 180 Teilnehmern, also durchaus eine Menge. Ich gehöre dann aber zu den 20%. Ich war überrascht, weil die 20% in den Fanforen anscheinend viel lauter sind als die 80%, die dann abgestimmt haben. Ich habe das meistens so gemerkt, dass wirklich die krassesten Kritiker meistens zu den kleineren Gruppen gehören, aber so umso lauter sind wie sonst alle anderen, einfach nur weil die im Endeffekt so viel, ja, ich sag mal, Fanatismus, wie von Fan, reinstecken, dass die auf Biegen und Brechen kommen raus, das schlecht reden wollen. Und die Leute, die es gut fanden, dachten, ja, ich fand's jetzt gut, ich guck's jetzt weiter, egal, auch wenn der im Forum jetzt rumkrakeelt. Jein, ich würde eher sagen, das geht ein Stück weit in die Richtung 80-20, die 20% stehen gegen eine Mehrheit. Und da wird man dann automatisch bestimmt ab einem gewissen Punkt lauter. So würde ich das jetzt erklären wollen, aber ja. Ich würde einfach mal sagen, das kenne ich jetzt halt auch bei uns aus der Praxis, wenn wir Umfragen machen etc. pp. Es ist immer so, du bist eher bereit, wenn du sauer bist und Kritik üben willst, die öffentlich zu machen, als wenn du was Gutes sagen möchtest. Also einer von 10 Leuten, die was Gutes über etwas sagen wollen, tun es auch. Aber 9 von 10, die etwas Negatives sagen wollen, machen es. Und das ist eben der Punkt, den ich für mich bei Discovery gemerkt habe. Ich wollte auch nichts mehr. Ich wollte weder etwas Schlechtes noch etwas Gutes schreiben, weil ich nicht als jemand angesehen werden wollte, der, weil er etwas Schlechtes sagt, nichts Gutes daran findet. Das stört mich einfach. Ja, du wurdest sofort, du musstest dich für ein Lager entscheiden. Ja, genau. Gut oder schlecht, aber Mitte war nicht. Ja, Mittelfeld ist so irre schwer, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Also hast du es dann im Grunde genommen gleich gelassen? Also in vielen Fällen, eigentlich ja. Diese Heftigkeit der Auseinandersetzung, die man so rechts und links, egal wie gesagt, über welche Fandoms hinaus mitkriegt. Und es wäre interessant gewesen, wenn heute der Raphael vom WhoCast da gewesen wäre, um mal ein bisschen was aus dem Who und Dr. Who-Universum zu sagen, die ja jetzt ihre erste Frau Doktor da bekommen. Da bin ich leider jetzt nicht so drin. Vielleicht weiß ja einer von euch da ein bisschen mehr. Ja, ich bin im Forum drin. Das liest sich immer sehr interessant. Mhm. Kannst ja gleich noch ein bisschen was zu sagen, aber das heißt also, Moritz, du hast eine Meinung, die du gerne kundgetan hättest, nicht kundgetan, weil sie, ich sag mal, nicht opportun war oder weil du einfach keine Lust auf die Folgediskussionen hattest? Beides, ja, und hinzu kommt eben auch noch, dass du müsstest so sehr auf Details, du müsstest quasi eine Komplettabrechnung machen mit jeder Episode. Das gut, das schlecht, schlecht, gut, das super schlecht, das war richtig gut. Und letztendlich, du gibst dir Mühe, um darzustellen, dass du im Mittelfeld angesiedelt werden möchtest. Und das wird dann diskussionsmäßig überhaupt nicht angenommen. Und du darfst hier gerade im Star Trek-Universum, das haben wir jetzt festgestellt und ich habe es zu meinem Nerdizist Michael schon gesagt, du, wenn wir einen Discovery-Podcast machen, dann werden wir uns im Fandom technisch aber mal sehr viel Feedback bekommen. Wir haben auch wirklich extrem viel Feedback bekommen und es gab durchaus den einen oder anderen, der unsere ganze Argumentationskette nicht ernst genommen hat, weil wir, keine Ahnung, 2 TNG-Folgen verwechselt haben. Ja, wenn ihr nicht mal wisst, dass in Folge 10 von Folge 15, dass das eigentlich umgekehrt war, dann seid ihr keine wahren Fans, dann glaube ich euch den ganzen anderen Rest auch nicht mehr. Um Gottes Willen. Ich habe vergessen, dass in Deep Space Nine schon mal ein Albino vorkam. Du bist kein Fan, wenn du das nicht weißt. Ich muss ja auch 800 Episoden im Kopf haben. Da werden Ansprüche gestellt, die einfach nicht zu erfüllen sind. Wirklich nicht. Und dann müsste man, glaube ich, eine wissenschaftliche Abhandlung aus so einer Argumentation machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wetten, die gibt's schon? Es kommt auch immer ein Stück weit drauf an. Es gibt Dinge, die fallen stark auf und es gibt Dinge, da sagst du, yo, ist eben so. Beispielsweise die ganze Ash-Tyler-Bock-Geschichte von wegen aufgebrochen, Knochen zermatscht, Herz durchbohrt, im übertragenen Sinne. Und TNG hat eigentlich relativ
bald, naja gut, Staffel 5 ist auch nicht mehr bald, etabliert, dass Klingonen mehr oder weniger einen ganzen Haufen an Organen doppelt haben. Von daher stimmte das einfach nicht. Und das so fallen einfach jedem unterschiedliche Sachen auf. Mir ist es aufgefallen, ich hatte diese Episode, weil ich diese Episode sehr mag, noch gut in Erinnerung. Und wenn jemanden diese Episode nicht auf dem Schirm hat, dann stört ihn das einfach auch wahrscheinlich nicht so sehr. Der Witz ist bloß, der Macher von Disco wusste, dass sie die wichtigsten Organe doppelt hatten, weil es gab den Witz auf dem Set mit zwei Penissen. Ja, ja, ja. Ich frag mich, wann Seth MacFarlane das aufgreift. Staffel 2, garantiert. Staffel 2 von The Orville, ganz klar. Garantiert. Garantiert. Seid ihr kurz mal was anderes? Seid ihr auch der Meinung, dass Seth MacFarlane was komplett anderes bei den Studios gepitcht hat, als er dann am Ende gemacht hat? Ja. Ja. Der hat die doch von vorne bis hinten verarscht, oder? In Teilen, ja. Kann gut sein. Was ich kenne den Typ nicht, aber egal, ja. Ja, was glaubt ihr? Kurz mal ein Abstecher zu The Orville. Es kommt jetzt bei Pro7, ich glaube Dienstag 2015. Ist das ein Flop mit Ansage oder besser geht's nicht? Ich sage ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass es erst einen Streaming-Dienst packt. Allerdings kriegt man so vielleicht wieder ein bisschen mehr Reichweite. 50-50 Chance. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar wirklich ein Glücksgriff wird. Könnte ich, aber ich bin da auch grenzenlos optimistisch. Aber doch, ja, es ist eine gute Sendezeit. The Orville hat so viele unterschiedliche Facetten, das könnte wirklich Leuten gefallen, die mit dem Genre ansonsten nicht so viel anfangen können. Es hat durchgängigen Humor, es hat aber auch im Gegenzug sehr ernste Aspekte. Doch, die Charaktere sind sehr, wie drücke ich das jetzt aus? Die sind sehr menschlich, die sind sehr nah. Doch, das könnte gehen. Bin ich wirklich der Überzeugung, dass das gehen könnte. Ja, also ich hoffe, dass es geht, damit sich auch mal wieder eine Sci-Fi-Serie etabliert. Ja, im Mainstream-TV. Richtig. Schon was länger her, ja. Wobei mir aufgefallen ist, und auch da haben wir eine Umfrage gemacht, schaut ihr noch TV? Und da war das noch eindeutiger als bei fandst du Discovery gut oder schlecht. Da haben, glaube ich, irgendwie 55 Leute mitgemacht und 2 haben TV angekreuzt. Ja, aber da musst du wirklich sagen, da du sprichst mit dieser Umfrage, hast du wahrscheinlich ein bestimmtes Klientel angesprochen, in dem du sowieso keine großen TV-Schauer mehr findest. Es gibt genug Leute, die sind auf einer Nerd-Skala von 1 oder 2. Und da hat TV doch noch eine ganz andere Wertigkeit. Wenn ich jetzt mal so meine Schwester, meinen Bruder und dessen Familie ins Rennen schicke, die konsumieren viel TV. Ich formuliere es mal so, meine Mutter wird sich's angucken. Ja, aber da hast du wieder die ganz andere Zielgruppe. Nein, die Freunde, meine Mutter ist mittlerweile auch auf einer recht hohen Nerd-Skala. Also gut, aber wie alt? 66. Ich gut, dann ist sie kein richtiger Nerd mehr. Meine Mutter ist jetzt 77. Ist sie kein richtiger Fan. Meine Mutter ist jetzt 76 und die hat mir dann letztens erzählt, ach, da war sie in der Stadt und da ist sie am Kino vorbeigelaufen. Och, und da lief der neue Star Wars, also sie hat immer Star Wars, ja. Schön. Lief der neue Star Wars, kriegt der Sterne für sie meistens noch, och, und da ist er reingegangen. Und da war ich völlig baff, ne? Und ich so, ja, jetzt bist du mit meinem Neffen reingegangen, Klammer auf, der macht sich überhaupt nichts aus Star Wars, sehr zu meinem Leidwesen als Patenonkel. Ja, ich habe alles probiert, das hat nicht klar, hat nicht so. Das ist hart. Ja, es ist sehr hart. Danke für euer Mitgefühl. und da ist sie da rein, och, und die fand den toll. Und ich habe da so, ich war echt baff, ne? Und da habe ich gesagt, sag mal, aber du hast doch überhaupt, hast du den denn verstanden? Ja, ja. Ja, aber du weißt doch gar nicht, wer ist. Doch, ich war doch schon vor 2 Jahren schon in dem anderen da gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber da war ich auch drin gewesen. Ich so, da war ich echt baff, ne? Und die fand den toll. Also meine Mutter war von vorne bis hinten einfach nur toll. Und ich weiß, also deine Mutter ist kein Fan. Ja, genau. Und ich weiß noch, ich saß in der Pressevorführung und ich dachte nur so, mag ich ihn jetzt oder finde ich ihn jetzt toll oder finde ich ihn jetzt scheiße? Und ich wusste es einfach nicht. Und ich glaube, da haben wir jetzt so einen Aspekt angesprochen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite so Nerds wie uns, die sich mit Freuden darüber die Köpfe einschlagen. Aber 70% sitzt halt da draußen, ach, 90% sitzt halt da draußen und denkt sich so, boah, so what? Ja, ja, aber ich denke halt auch, bei uns ist das Ding, dass wir mittlerweile auch Filme anders angucken, dass man mehr analysiert, mehr hinterfragt und manchmal einfach weniger nur genießt.
Das ist halt so Generation Rotten Tomatoes mäßig. Generation, da sprichst du aber wirklich was an. Es ist wirklich eine, in einigen Bereichen eine absolute Generationsfrage. Auch was das Diskussionslevel angeht. Vor 15 Jahren hat man auch noch anders diskutiert. Da war die Internetkultur noch kleiner. Ja, da hat nicht jeder Zweite mit Likes um sich gebummt und ich weiß nicht noch was. Aber ist dieser Hate nicht vielleicht auch so ein bisschen manchmal self-fulfilling prophecy? Weil wenn du zum Beispiel mal auf YouTube gehst und du gibst The Last Jedi ein, dann findest du eigentlich nur, nicht nur, aber ich sag mal zu 80% Videos, die eigentlich irgendwie im Titel haben, Why I Hate, 5 Reasons to Hate, 5 Gründe, warum Last Jedi suckt und so weiter und so weiter. Also, und das kannst du ja dann im durchziehen. Ja, das scheint aber auch irgendwie so ein bisschen Mode geworden zu sein. Richtig, genauso wie Jar Jar Binks zu hassen. Das ist auch Mode. Oh nein, den habe ich schon gehasst, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Der ist mir schon direkt in Episode 1 so derbe auf den Sack gegangen, einfach nur. Ich finde, Star Wars hat in allen 3 Trilogien Individuen, die das Sake-Potenzial quasi spazieren tragen. Also. Ja, aber es ist definitiv eine Sache von den modernen Medien, weil dieses gerade dieser Archetyp des zynischen YouTube-Filmkritikers, wo es jetzt sehr viele Leute gibt, die dafür große Channels aufgebaut haben, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass man sich mit Filmen wesentlich, verbitterter auseinandersetzt. Richtig. Ich denke aber auch, dass generell der Hype, der teilweise jetzt vor solchen Sachen entsteht, auch dazu beiträgt. Es werden teilweise einfach Erwartungshaltungen aufgebaut, die einfach unmöglich zu erfüllen sind. Das hast du überall so aufgebauscht. Und bei solchen Sachen wie bei Star Wars oder Star Trek kommst du dann natürlich noch mit dem Nostalgiefaktor, weil du hast ganz andere Erinnerungen und du willst teilweise genauso geflasht werden wie früher. Du willst eigentlich genau das Gleiche haben, aber doch wieder komplett anders. Aber wir sind halt auch nicht mehr wie früher. Du kannst dich als Erwachsener auch nicht wieder freuen wie ein Kind. Es geht allein nicht. Es ist allein von der Hirnchemie nicht mehr möglich. Also wenn ich da kurz einhaken darf, doch, das geht. Ich weiß nicht, wie hier die Meinungen zu Rogue One sind, aber als ich im Kino in Rogue One saß, da war ich wieder 8 Jahre alt. Vielleicht nicht den ganzen Film, aber die letzte halbe Stunde. Die hat mich völlig weggeblasen. Komplett okay, formulieren wir weggeblasen. Formulieren wir, es ist schwerer, dich wieder so zu freuen wie ein Kind. Und ich bin auch in kein Uncanny Valley gefallen. Bei mir ist die Kinnlade runtergefallen, als der Tarkin aufgetaucht ist. Ja, okay, der hat seine CGI-Flaws, aber für mich hat das völlig funktioniert. Für mich hat auch die Leia da, die CGI-Leia, funktioniert. Die Vader-Szene war einfach nur Mörder und also ich saß da wirklich drin, hatte Freudentränen in den Augen, also wirklich ungelogen und kam mir vor wie 8 Jahre alt. Also, dass es nicht geht, glaube ich schon. Also, beziehungsweise glaube ich nicht. Ich glaube, es geht schon. Ich glaube, man sitzt halt manchmal drin und denkt sich so: Oh, muss das jetzt sein? Und dann fängt das Nerdhirn an zu rattern und geht sofort in 5 Richtungen und denkt sich so: Oh, das hätte man doch so machen können. Und wieso macht ihr es nicht so? Und ach komm, jetzt muss das jetzt ernsthaft sein. Man hätte doch einfach bla 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 bla, ne? Mein innerer Monolog bei Rogue One ungefähr zusammengefasst. Ehrlich? Ja, aber guck mal. Ja. Du kannst gar kein Fan sein. Aber da fällt mir jetzt auch wieder ein. Nee, nicht. Bezüglich der Erwartungshaltung, ich sag nur die Klonkriege. Jeder hat sich irgendwas anderes unter den Klonkriegen vorgestellt nach der alten Trilogie. Und viele Leute waren angepisst, weil nicht ihre Vorstellung umgesetzt wurde. Aber ist es denn weil der eigene persönliche Kosmos nicht befriedigt wurde. Aber ist es dann nicht auch ein Problem von den Machern, sich überhaupt dieser Dinge dann zu bedienen? Warum muss heutzutage jeder Held gebrochen sein, jeder eine Backstory haben und es zu allem Prequels und Sequels und Hau mich tot geben? Vielleicht, weißt du, wo ich vorhin gesagt habe, das waren auch früher andere Zeiten. Wenn ich heute argumentiere und ich bin ein Verfechter von Phasma ist ein blöder Charakter und unnötig. Und dann gibt es ja, dann gibt es ja die Gruppe, die sagt, ja, aber Boba Fett war doch genauso. Ja, irgendwo schon. Aber auf der anderen Seite hatte ich halt 84, als Empire Strikes Back rauskam und Boba Fett zum ersten Mal kam und als Siebenjähriger dann keine Backstory zu dem. Und ich hatte jahrelang keine Backstory irgendwie zu Boba Fett. Ich brauchte auch keine. Der war in dem Moment da und
vielleicht würde ich mir den Jedi heute angucken, also Return of the Jedi heute angucken und auch sagen, boah, der kriegt aber echt einen billigen Kill auf, indem er einfach da zu Skarlak reinfällt, ja, so aus dem. Und ich fand das auch damals schon irgendwie blöd. Verstehst du, oder lass mich so sagen, dieser Charakter wurde nie großartig aufgebauscht, im Sinne von, es gab halt eine Actionfigur und fertig. Heute, bevor der Film überhaupt ins Kino kam, wird um Phasma ein Riesengedöns gemacht. Ist mit ein Key-Visuell des Films. Die ist auf jedem Plakat, die war in jedem Promo drin. Gwendoline Christie als Character, als Schauspielerin, die du aus Game of Thrones kennst. Ich meine, du hättest jeden reinsetzen können in diese Uniform. Es wäre komplett irrelevant gewesen. Und dazu muss ich allerdings dann dem Ganzen kein Payoff zu geben, sogar im zweiten Versuch keinen zu geben, das pisst mich dann an, weil ich mir denke, da mach doch vorher nicht so ein Geschiss drum. Alles klar. Ich dachte, Boba Fett hätte auch schon eine Rolle in Empire Strikes Back. Also der war doch in zwei Filmen. Ja, also im Empire Strikes Back und dann in Return of the Jedi. Ja, von daher ist er eigentlich eine alte Phasma. Ja, das wird der wird ja auch mit verglichen. Du alte Phasma, du. Ja, trotzdem glaube ich, dass man es halt nur bedingt vergleichen kann, weil um Boba Fett nie so ein Geschiss gemacht wurde wie um die Phasma im Vorfeld. Und wenn ich den Charakter so auflade und dann nichts mehr mitmache, dann ist er halt irgendwie verschenkt. Dann hätte ich ihn nicht so aufladen dürfen. Ja, gut. Aber wer, ganz ehrlich, ich bin jemand, ich kümmere mich nicht um Aufladereien. Ich kümmere mich nicht um Trailer. Ich kümmere mich nicht um Plakate. Ich kümmere mich nicht um das Vorfeld. Das ist für mich gar nicht so entscheidend. Ich meine, guck dir jeden Trailer zu 90% aller Filme an. Die vermitteln in vielen Fällen ein komplett anderes Bild von der Materie, meiner Meinung nach. Und die nehme ich nicht ernst. Nee, das trifft nicht ganz. Die werte ich nicht. Ich ziehe da keine Rückschlüsse auf den Film draus. Es war ja nicht nur der Trailer, es waren ja Spielzeuge, Comics etc. Aber okay, lass ich mal so stehen. Dominik, du wolltest dazu auch noch was sagen. Ja, weil also ich sehe den Vergleich zwischen Phasma und jetzt Boba Fett eigentlich auch ziemlich öfters jetzt auch mal im Internet und kann das ehrlich gesagt verstehen, weil mit denen ist eigentlich ein das Gleiche passiert. Phasma wurde halt vor den Filmen extrem gepusht und prominent gemacht, obwohl der Charakter eigentlich nur ein laufendes Set von Chrome Armor ist und das war's. Und vielleicht irgendwie zwei Sätze bis jetzt in den zwei Filmen gehabt hat, die sie bekommen hat. Sie ist die weibliche Sturmtrupplerin. Ich finde, das darf man auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ja, aber das Problem ist, man sieht von ihr so gut wie nichts und hört von ihr so gut wie nichts und sie tut auch an sich so gut wie nichts. Das ist das Problem. Wenn sie so toll wäre, dann hätte man sie vielleicht ein bisschen prominenter in dem Film platzieren sollen. Bei Boba Fett auf der anderen Seite, der hat in den beiden Filmen, wo er drin ist, auch nicht so viele Szenen bekommen, auch nicht so viele Sätze. Er hat, glaube ich, auch nur zwei, drei Sätze gesagt. Er sagt nicht viel. Also dagegen sagt Phasma doch schon ein bisschen mehr. Wurde aber nach den ursprünglichen Filmen gepusht ohne Ende. Also der wurde zu einem richtigen Popkultur-Icon, als nachdem die Filme raus waren und schon etwas älter waren. Und wurde in den Prequels dann wirklich zu einem elementaren Charakter gemacht. Also in gewisserlei Hinsicht. Und es ist im Endeffekt dasselbe, nur umgedreht. Der eine wurde gepusht bis zum Abwinken, bevor es losging, und der andere wurde gepusht bis zum Abwinken, nachdem es vorbei war. Und beide haben an sich in den eigentlichen Filmen nicht wirklich groß was zu tun gehabt. Ja, aber das liegt auch an der allgemeinen Vermarktungsstrategie. Er sollte einfach nur ein cooler, mysteriöser Charakter im Hintergrund sein, der ja, wie du sagtest, erst später aufgebauscht wurde und einen riesen Background gekriegt hat. Und bei ihr, wie mit den allen anderen Charakteren, die irgendwie nur kurz angeschnitten wurden, es war von Anfang an geplant, jeden einzelnen Charakter in Comics, Büchern etc. zu verwursten. Und wenn du jetzt auch siehst, wann die Dinger rauskamen, wurden die auch schon geschrieben, bevor die Filme losgehen. Und um den Charakter komplett zu verstehen, musst du im Endeffekt noch dieses Comic gelesen haben, dieses Buch gelesen haben, etc., etc. Und dadurch werden lauter Charaktere reingefropft, die eigentlich keinen Sinn und Zweck haben. Es wird aber aufgebauscht, dass die auch eine große Bedeutung haben, aber das erfährst du halt nur, wenn du noch irgendwelches Zusatzmaterial konsumierst. Gibt's Phasma-Bücher zum Beispiel? Es gibt Phasma-Comics, ja. Da wird erklärt, wie sie es von Starkiller Base runterschafft und warum sie eigentlich müsste sie ja, wenn sie da lebend runterkommt, was ihr offensichtlich gelungen ist, Nummer 1 auf der Killliste von Snoke sein, aber dann gibt's extra einen Comic, der erklärt, wie sie die Nummer jemand anders in die Schuhe schiebt. Sure. Weil sie die Schilde gesenkt hat. Und also lebt die quasi noch, oder was? Quasi?
Nein, jetzt nach The Last Jedi. Ich rede jetzt von The Force Awakens zu The Last Jedi. Ach so, okay. Ja, da haben sie doch eingesperrt. Da hieß es ja, werft sie in die Müllpresse, ja, oder was auch immer. Und dann weiß man ja nicht, was mit ihr passiert. Und es gibt einen Comic, der eben dann aufklärt, wie sie da rauskommt, das Senken der Schilde jemand anders in die Schuhe schiebt und deswegen das Ganze noch irgendwie überlebt. Das bringt mich zu so einem anderen Punkt, wo ich halt eben sagen muss, was mir ein bisschen auffällt, und Dominik, du wirst es kennen, denn wir haben auf der Comic-Con auf unserem Panel da schon drüber gesprochen, aber ich würde jetzt auch gerne die Meinung von euch anderen hören. Muss ich denn, oder Moritz, wo du vorhin gesagt hast, du hast dir da eine Meinung verkniffen oder ist nicht irgendwie verbalisiert oder hingeschrieben. Mir geht's manchmal auch so, dass ich mir manchmal was verkneife oder dann einfach nichts mehr sage oder nichts mehr schreibe, weil meine ehrliche Antwort eigentlich wäre, ey, nur weil Franchise XY draufsteht, was ich mag, muss ich noch lange nicht alles gut finden, was unter diesem Label veröffentlicht wird. Mhm. Und ich habe, glaube ich, mein größtes Problem mit diesen, ich bin jetzt ganz gemein und sage, nenne es Klatschvieh. Scheißegal, ob das, was da draufsteht, solange das Franchise draufsteht, ist das alles top und super und gut und wird überhaupt nicht hinterfragt. Und damit habe ich ein Problem. Damit habe ich wirklich ein Problem. Weil ich Das ist ja auch wirklich fünf. Muss einfach auch wirklich sagen können, ganz ehrlich, mancher Star Wars Kram ist halt einfach Murks. Ja. Nicht nur aus satirischen Dingen wie jetzt das Holiday Special oder so, ja, sondern der Clone Wars ist teilweise großer Murks. Ja, aber das, oder es gibt auch Spiele, die sind einfach grottenschlecht oder keine Ahnung was, oder Comics oder wie auch immer. Aber ich habe manchmal das Gefühl, auch jetzt bei Discovery jetzt auch wieder, nein, das ist Star Trek, und wenn du Discovery nicht gut findest, dann kannst du gar kein Star Trek-Fan sein, etc. Viel schlimmer. Setzen sie hier irgendein Franchise ein. Das muss ich jetzt einfach einbringen. Viel schlimmer finde ich, und das lese ich bei Star Trek, Discovery-Diskussionen so oft, ja, ihr Trek-Fans, aber ihr seid nicht offen. Ihr müsst offen sein für was Neues. Da komme ich in den Rage-Modus. Also, was ist das für eine Argumentation? Ja, aber genauso doof ist das Gegenbeispiel. Das ist kein Star Trek. Doch, es ist Star Trek. Es wurde von einigen der alten Köpfe mitgemacht. Ach. Wir müssen es akzeptieren. Ob es uns gefällt, ist eine andere Sache, aber es ist Star Trek. Ob es unser Star Trek ist, ist eine andere Frage. Ja, das ist genau doch so eine Schafsmentalität, die halt meinem Charakter, meinem individuellen Dasein halt zuwiderläuft. Meinem Naturell, danke, das Wort habe ich gesucht. Halt irgendwie zuwiderläuft. Also nochmal, ich mag grundsätzlich eine neue Star Trek-Serie und ich finde auch Gutes in Discovery. Und ich gebe der Serie auch eine Chance und ich freue mich drauf, wenn es weitergeht. Trotzdem nehme ich mir das raus, auch wenn es keinen da draußen interessiert, aber ich mache einen Podcast, um es trotzdem irgendjemand zu erzählen, dass ich einfach sage, ey, aber manche Dinge wie der Ausflug ins Mirror Universe oder das Ende mit dem Klingonenkrieg war halt einfach scheiße. Es war scheiße. Die Enterprise, die am Ende kommt, doch. Und genau dagegen wird dann argumentiert, warum ist doch Star Trek. So, und dann, und da bist du dann, oder das kannst du jetzt beliebig nehmen. Du kannst jetzt The Last Jedi nehmen, du kannst nehmen, dass du halt sagst, naja, aber Justice League war jetzt halt auch irgendwie nicht so der Knaller, etc. Irgendwie. Ja, aber darum ging es mir ja gerade nicht. Ich sagte halt nur, ob es uns gefällt, ist eine andere Frage. Aber es heißt immer ganz oft, es ist kein Star Trek, es ist Star Trek. Aber es muss nur uns nicht gefallen. Und ich sag mal, mir gefällt auch das Ende von Discovery nicht. Es hatte viel Potenzial, was sie leider echt in den Sand gesetzt haben. Aber es ist Star Trek, ob man es einem gefällt oder nicht. Ich bin ja mal gespannt, wenn dann jetzt The Orville einem größeren Publikum zugänglich ist, ob sich dann vielleicht in den Diskussionen hinsichtlich Discovery vieles ändert. Weil ganz oft hast du ja dann gesagt, ja guck, The Orville, das ist das bessere Star Trek. Jetzt ist aber The Orville eigentlich ja derzeit nur auf russischen Sicherheitsservern zu gucken. Also von daher kann man es ja eigentlich noch gar nicht gucken. Ich gebe zu, ich habe auch noch nicht viel von gesehen. Als ich im Oktober, im November in den USA war, habe ich mal eine Folge gesehen oder habe in eine Folge reingesappt und ich war etwas befremdet. Aber das war auch mitten in irgendeine random Folge und ich kannte keinen, ich wusste keine, wie er heißt, etc. pp. Das ist eigentlich fast egal. Es war halt ein bisschen komisch, ja. Weil? Weil ich halt, dann kam dann dieses komische Blob-Monster, Blob-Besatzungsmitglied, ja. Ja, Feed. Ja, wie auch immer. Und ich habe 10 Minuten geguckt. Ohne Scheiß, ich kann dazu wirklich gar nichts sagen. Was mir aufgefallen ist, dass es von der Machart her, so von der Ausleuchtung des Sets, einfach absolut ein TNG war. Es ist eine einzige Hommage an TNG. Genau. Es ist zwar alleinstehend, aber das ist immer so das Ding.
Ich habe mich ein paar Mal gefragt, würde ich The Orwell genauso mögen, wenn ich vorher TNG nicht gekannt hätte? Das ist für mich immer die Frage. Weil für mich ist es so, es funktioniert, weil es eine Hommage daran ist und ich kriege dabei wieder so ein wohlig warmes TNG-Gefühl, nur mit ein bisschen mehr Humor, was leider in meinen Augen der alten Serie damals echt gefehlt hat, aus heutiger Sicht. Aber ob es alleine funktionieren würde und wenn das jetzt Leute gucken, die Seth MacFarlane erwarten und im Endeffekt TNG kriegen, aber TNG vorher nie gesehen haben, das ist so das Ding, wo ich immer so ein bisschen Muffen habe, dass das echt in die Buchse gehen könnte. Ich mag The Orwell und ich würde The Orwell auch ohne TNG mögen, weil ich einfach die Idee hinter der Serie mag. Dieses Forschen, Universum erkunden, mal hier hinfliegen, mal da hinfliegen, da gibt es den Konflikt. Das finde ich als solches einfach großartig. Von daher hat das für mich nicht besonders viel mit TNG zu tun, auch wenn das mit der Hommage natürlich zu 100% stimmt. Sogar teilweise Kameraeinstellungen, wie sie um Soundtrack. Ja, das auch, aber da ist so viel, es ist teilweise 1:1 übernommen. Es ist herrlich. Ja, richtig. Oder gewisse Verweise von wegen mit der Katze und auch den Moklans gibt's die ein oder andere Klingonen-Verbindung. Aber TNG ist da für mich gar kein so großer Rückbesinnungswert. Ich mag es als das, als was es ist. Jetzt TNG oder The Orwell? Beides. Und ich vergleiche das gar nicht so sehr miteinander, weil die Atmosphäre einfach so unterschiedlich ist. Also ich kann zu The Orwell noch gar nichts sagen, außer dass mir jeder sagt, es ist wie TNG im Grunde genommen. Glaubt ihr denn, dass es, um jetzt mal hier bei Discovery einfach zu bleiben, oder ist eigentlich, wie gesagt, es lässt sich fast auf jedes Franchise übertragen irgendwie. Auf der einen Seite hast du manchmal das Gefühl, es sind so Filme, wie zum Beispiel hatte ich bei The Force Awakens das Gefühl, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner und man wählt diese Art des Filmemachens, um möglichst wenigen weh zu tun. Und dann hast du auf der anderen Seite The Last Jedi oder von mir aus auch Discovery, dass teilweise, manchmal habe ich so das Gefühl, so absichtlich den Finger in die Wunde legt. Denn viele Dinge sind ja auch mit Ansage. Dass die Fans sich oder ich sage jetzt gar nicht mal die Fans. Ich sage, dass die Optik der Klingonen ein riesen Diskussionspotenzial hat, war doch eigentlich mit Ansage. Und dann frage ich mich manchmal, warum begibt man sich in dieses Wespennest und lenkt in der Gefahr, von dem, was man eigentlich erzählen will, abzulenken, weil sich alle nur entweder über die Klingonen aufregen oder über die neue Technik aufregen oder dieses oder jenes. Und man doch einfach hätte sagen können, hey, wir lassen das alles so, wie es ist und wir wollen Geschichten erzählen, die im Vordergrund stehen. Und so habe ich manchmal das Gefühl, dass die Diskussionen so auf Nebenkriegsschauplätze verlagert werden. Und dass selbst wenn es dann etwas Gutes in der Episode und in der Staffel gäbe, es irgendwie untergeht oder man von vornherein so eine Anti-Haltung hat. Geht euch das auch so? Ja, ja. Aber die Diskussion sorgt ja auch dafür, dass neue Leute das mitkriegen und es wird drüber gesprochen und dann guckt sich vielleicht jemand anderes an. Und das weiß ich eben nicht. Das wollte ich vorhin noch mal kurz einwerfen bei dem, ich muss dann XY gelesen haben oder geguckt haben, um irgendwas zu verstehen, hier noch mal, um auf die Phasma zurückzukommen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das nach hinten losgeht. Weil die wenigsten, und ich bin großer Star Wars Fan, aber ich habe ehrlich gesagt weder Bock noch Zeit und ehrlich gesagt auch keine Kohle, um mir den ganzen Sekundärkram auch noch reinzuziehen. Ich finde, das sollte man auch eigentlich nicht unterstützen, weil ich finde, das ist die falsche Herangehensweise, um ein Filmfranchise zu erschaffen, ist es eigentlich mehr oder minder notwendig zu machen, jede Menge Sekundärliteratur hinzuschmeißen. Das ist im Endeffekt Vermarktung, aber mir gefällt das auch nicht, deswegen mache ich das meistens auch nicht. Gerade bei den neuen Star Wars-Geschichten, da kommen ja quasi zeitgleich zu den Filmen oder sogar vorher schon die Romane raus. Ja, ein Film muss in sich funktionieren. Ich meine mal, dass Sekundärliteratur darf es gern ergänzen, aber sie muss nicht nötig sein. Sie darf nicht nötig sein.
Es kann interessant sein, aber wie gesagt, es soll nicht nötig sein, um quasi Charaktere besser zu verstehen. Genau. So wie bei, zum Beispiel wie bei Jyn Erso, was mich immer aufregt, weil das ein Charakter so mit so viel Tiefgang wie eine Pfütze ist. Und ja, ich finde es dann einfach schrecklich, dass dann Leute sagen, ja, aber im Buch so und so wird erklärt, warum sie so und so drauf ist. Und ich sage, das brauche ich nicht. Die soll im Film relativ stimmig wirken und nicht mit einem riesen Buch erst Sinn machen. Schwierig. Ich mag Begleitliteratur. Ich mag sie eigentlich in vielen Bereichen. Ich bin da tatsächlich jemand, der sich über ein Labyrinth des Bösen oder über ein Dark Lord, also Bücher, die vor Episode 2, nach Episode 3 gespielt haben, eigentlich schon gefreut haben irgendwie, weil das einfach in vielen Fällen Sachen sind, die du gar nicht in einem Film unterbringen könntest. Ja, ich meine, das ist ja auch nicht schlecht und ich finde das ja auch toll, aber es muss kein Muss sein, um den Film zu verstehen. Wenn es den Film erweitert, wenn es das Verständnis erweitert, ist es gut. Aber wenn du es lesen Grenze? Musst, wo ziehst du die Grenze zwischen Muss und Erweitern? Ich finde die sehr fließend. Ja, das ist halt das Problem, aber wenn es direkt drauf ausgelegt ist, wenn du die Motivation des Charakters verstehen willst, musst du das Buch lesen, dann ist es mir zu doof. Wenn der Film auch ohne funktioniert, dann ist es in Ordnung. Aber ja, die Grenze ist relativ fließend, ja. Deswegen, ich bezweifle, dass es da noch jemanden gibt, der das so handhabt wie ich. Ich bin kein so großer Star Wars-Fan von den neueren, also von Force Awakens, noch weniger. Ich bin wirklich dazu übergegangen, dass ich die Bücher lese. Und dann auch in der Tat kein Problem damit habe, wenn sich Buch X, das nicht auf einem Film basiert, vor Buch Y setzt, das dann auf einem Film basiert. Also sprich, Der Auslöser und Rogue One. Das ist bei mir dann quasi ein Film im Ganzen. Der Auslöser ist das Buch Catalyst, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Das habe ich nämlich noch nicht gelesen. Das ist jetzt so, dass ich plane das für März, April, Mai. Der Auslöser, Rogue One und dann im Mai The Last Jedi zu lesen. Mhm. Aber sag mal, Moritz, du bist ja dann ein bisschen mehr im Star Trek-Universum drin. Was meinst du denn, wie würde der Fandom reagieren, wenn was passieren würde wie im Star Wars-Universum? Nämlich, dass Teile des Canons einfach für Legends erklärt werden und nicht mehr gelten. Nicht gut. Ich meine, es wird ja genau das passiert ja ein Stück weit gerade. Auf einer ziemlich, in Anführungszeichen, hinterfurzigen Art und Weise. Durch dieses Einbeziehen dieser neueren Technik, die so eigentlich hätte gar nicht sein dürfen oder sein können. Das wirft ja den Kanon in gewisser Weise schon über den Haufen. Es passt nicht, dass die, was nehmen wir jetzt da für ein Beispiel? Die Hologrammkommunikation. Genau. Die Hologrammkommunikation. So weit sind die bei TOS einfach nicht. So weit werden die in TOS auch in 10 Jahren, die da jetzt noch 8, 9, 10 Jahren, die dann dazwischen liegen. Das ist. Warum glaubst du, macht man das? Also es gibt ja ganze Folgen bei Deep Space Nine. Eine ganze Folge nicht, aber es ist immer so eine B-Story, die sich darum dreht, dass sie jetzt endlich diese Hologrammkommunikation haben. Das wird, glaube ich, bei Deep Space Nine dann zum ersten Mal. Ich erinnere mich gerade an ein einziges Mal nur. Also es gibt 1, 2 Folgen, wo das so anfängt und dann wird es irgendwann im Dominion-Krieg ein regelmäßiges Ding. Punkt. So. Ja, aber es ist auch etwas, was Hisko einfach mal nebenbei gebastelt hat. Also genau. Deswegen scheint es auch nicht so schwer zu sein. Was glaubst du denn oder was glaubt ihr denn? Ich gebe das mal in die Runde und wir sind schon wieder herrlich abgeschweift von unserem ursprünglichen Thema, aber ist gar nicht schlimm. Was glaubst du, ist es den Schreibern scheißegal? Weil es gibt ja dann auch, wenn du die Fandiskussion verfolgst, ist das ja auch so ein Punkt. Da gibt es so die eine Fraktion, die sagt, das ist denen scheißegal, die scheißen auf den Canon. Dann gibt es die andere Fraktion, die sich alles, ich sag jetzt mal, ein bisschen böses schönredet, im Sinne von, die haben da bestimmt noch einen Plan. Und dann gibt es die dritte Fraktion, die merkt das gar nicht. Ich glaube, da geht es in erster Linie um Zielgruppe. Und die Zielgruppe ist einfach die Generation, oder eine, in diesem Fall, in der Star Trek, im Star Trek-Fall ist es einfach eine Generation, die mit den 700, 800 Episoden zwischen 1987 und 2005 eigentlich gar nichts anfangen kann. Die sind denen eigentlich egal.
so wird auch nicht kalkuliert. Die sagen, wir müssen die erreichen, die jetzt gerade die Kaufkraft mitbringen und den Elan, den Verteidigungselan mitbringen. Die müssen wir kriegen. Nicht irgendwelche Alt-Trackies. Ich meine, über Star Trek-Fans sind seit jeher Witze gemacht worden. Die stehen nicht besonders hoch im Kurs. Also, auf die zieht man nicht ab. Und man hat halt noch im Vorfeld gewissermaßen die drei Abrams-Filme und baut dann eben mehr auf dieser Art von Geschichte oder dieser Art von Machart das also, Universum auf. Das heißt, das hieße ja, dass es also durchaus einfach sogenannte, in dem Fall eine Board-Serie wäre. Also es gibt ja die, so die, diese Board-Movies, also Board im Sinne von Executive Board, also dass der Aufsichtsrat oder der Vorstand eines Filmkonzerns entscheidet darüber, wie so ein Film zu machen ist und wird im Zweifel den Regisseur und seine Vision dann absägen, überstimmen, siehe Justice League, wo dann eben dann am Ende Zack Snyder raus war und Joss Whedon dann reingekommen ist und noch viele andere, der Han Solo-Film ist ja so einer und das scheint sich ja, zumindest in meiner Wahrnehmung, irgendwie so zu häufen, dass da also Regisseure dran sind am Anfang oder Brian Fuller mit Discovery, die eine Vision haben. Und wenn die so ein gewissen Grad an Schmerzgrenze bei dem Executive Board überschreitet, dann fliegen die halt raus. Und dann wird das Ganze nochmal glatt gebügelt auf möglichst kleinsten gemeinsamen Nenner, um das Wort Mainstream nicht zu benutzen. Kurze Zwischenfrage. Ich habe Discovery selber noch nicht gesehen, aber ist es Teil der offiziellen Canon oder ist es quasi ein eigenes Universum? Nein. Es ist eigentlich offizieller Canon. Es will offizieller Canon sein. Und das wird eben auch durchgedrückt mit sehr verzweifelten Mitteln mitunter. Also, die wollen es sein. Die wollen es sein, aber machen an anderer Stelle, ich muss es mal sagen, eklatante Fehlgriffe. Die sind selbst ziemlich extremst. Ich sag mal, von der Optik, ja, sie haben es halt an die Neuzeit angepasst. Damit hätte ich auch leben können. Und ich habe auch lange gesagt, die drehen bestimmt noch irgendwas. Aber bisher ist es einfach so, einfach Sachen gedreht. Es wurde nie gesagt, dass da irgendwas nicht passiert ist. Das Pumuckl-Paradoxon. Ja, das ist einfach. Das ist das Pumuckl-Paradoxon. Ich kann die Nicht-Existenz des Pumuckls nicht beweisen. Und genauso wird das da gehandhabt. Es wird nie gesagt, dass es keinen Klingonenkrieg vor dem Kalten Krieg gegeben hat. Hm. Und das ist, so drücken die das durch. Und das finde ich ein bisschen sehr sehr schade. Aber da sind wir ja wieder bei dieser Geschichte, wo man sich einfach sagt, warum tue ich mir als Schreiber das an? Warum mache ich das Ganze nicht 100 Jahre nach Picard? Dann kann ich machen, was ich will. Da habe ich meine Theorie. Kinofilme. Da hast du eine Theorie. Okay. Ja, erstmal, weil durch die Abrams-Filme ist diese Ära wieder bekannt. Auch unter Nicht-Trekkies, mit Kirk, Spock und Pille können jeder was anfangen. Und wenn man sagt, das ist in der Zeit von Kirk, wissen schon wieder mehr Leute Bescheid. Und noch der Vorteil, ja, sie haben viel Story, die danach passiert. Aber wenn du eine Sache schreibst, die eine gewisse Zukunft spielt von den ganzen Star Trek-Kram, hast du so viel Geschichte, die davor steht, die man auch im Endeffekt irgendwo berücksichtigen muss. Und damit würden Leute, auch wenn das nur irgendwo angeschnitten würde, die würden sich damit überfordert fühlen. Weil allein das Ende von Voyager, damit haben sie sich auch so ein bisschen, ich sag's mal, technisch in die Ecke geschrieben. Ja, aber ganz ehrlich, das Argument lasse ich nur bedingt gelten. Dieses, damit würde man den Casual-Cooker überfordern. Ich glaube, der Casual-Cooker ist mit sowas wie Mirror Universe und USS Defiant aus einer TOS-Folge, Tolian Web etc., plus Klingonen, die er so nicht kennt und so weiter und so weiter. Der Casual-Cooker kennt überhaupt kleine Klingonen. So, und der Casual-Cooker ist doch damit komplett überfordert. Ja, der Casual-Cooker weiß vielleicht gar nicht, dass die Klingonen mal anders ausgesehen haben. Und ich glaube, so Sachen wie das Spiegeluniversum schluckt er einfach als originelle Idee. Ja. Aber nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage. Glaubt ihr, dass die einfach heutzutage mehr Management, also das Marketing macht große Teile der Serie und unliebsame oder sagen wir mal visionäre Regisseure haben halt ein schlechtes oder nicht lange Überlebensdauer?
Siehe auf Brian alle Fuller Fälle. Oder eben dann hier bei Han Solo, wo dann noch ein Ron Howard rennen musste oder Zack Snyder und so weiter. Auf alle Fälle. Ja, definitiv. Aber Brian Fuller ist für mich auch so ein Beispiel. Der kriegt mit jedem künstlerische Differenzen. Der hält keine Serie lange durch. Bei American Gods ist er jetzt auch wieder raus. Der ist, ich sag mal, in einigen Punkten echt ein Genie, aber dadurch auch wieder jemand, den man ab und zu mal bremsen muss. Und wenn ich so höre, was die beiden ursprünglich aus Han Solo machen wollten, das hätte einfach auch nicht mehr in den alten Canon reingepasst. Und da denke ich, warum dieser Film jetzt auch wahrscheinlich floppen wird. Zwei Köpfe sind dran, haben dran rumgewurschtelt an der Vision des einen. Und das geht schief. Und das war, glaube ich, auch das Problem von Discovery. Fuller hat irgendwas angefangen. Von dem war wohl der Arc mit dem Klingonenkrieg. Dann ist er ausgestiegen. Die anderen haben weitergemacht. Die haben dann diese Spiegeluniversumsgeschichte reingeprokelt, weil sie den Klingonenkrieg nicht wollten. Und das merkst du dieser Staffel auch an. Die ist nicht homogen. Absolut. Daher habe ich echt Hoffnung für die zweite Staffel, wenn die nur von denen gemacht wird, dass man vielleicht mal wirklich so eine gewisse Eigenkreativität. Genau. Ja, und da bin ich mir halt eben nicht sicher, wenn ich am Ende die Enterprise brauche, um mich als Fan bei der Stange zu halten, vermeintlich. aber dann sind wir halt wieder beim Casual-Fan. Aber meinst du nicht auch, dass es dann trotzdem, also ich bin wirklich gespannt, also anders, ich habe zwei Dinge, die mich zum Beispiel im Star-Wars-Universum, also Han Solo-Film, ich bin da gar nicht so skeptisch wie alle anderen. Ich bin da echt gespannt. Also ich bin da gar nicht so der ich habe keinen Hype, weil der Trailer war jetzt nicht so der Oberknaller, aber das werde ich mal als gutes Zeichen, ja, dass der Trailer vielleicht mal nicht so nicht so der Knaller war. Also von daher mal schauen. Hoffentlich bringen sie halt keinen Jabba rein, aber das wird wahrscheinlich passieren. Ich habe so ein bisschen Sorge mit dem nächsten J.J. Abrams Star Wars, dass der sich sagt, ach fuck Rian Johnson, ich mache das jetzt wieder so, wie ich das will. Und dann wird das halt komplett inkonsistent, sodass wenn man sich die Filme in 2, 3 oder 10 Jahren anguckt, man sich denkt so, hä, irgendwie passt das nicht. Auf der anderen Seite freue ich mich tierisch auf diese Rian Johnson Trilogie, weil ich glaube, weil ich viele Dinge bei The Last Jedi durchaus gut fand, nicht alles, aber vieles. Und ich glaube, wenn er sich einfach irgendwie eine komplette neue Timeline schnappt oder eine Periode, also in Star Wars wäre das ja, glaube ich, weniger eine Timeline als vielmehr einfach eine andere Zeitperiode. In Old Republic zum Beispiel fände ich mördergeil. Dann glaube ich, weil dann ist da gibt es keine Canon-Belastungen und nix. Und ich kann auch dann halt eben sagen, ja, scheiß drauf, was in dem einen Spiel war. Vielleicht auch mal ganz einfach mal ohne das große Schicksal der ganzen Galaxis und vielleicht mal ohne Skywalkers. Das Problem ist, wenn man das macht, auch wenn man so was wie die Old Republic oder irgendeine andere Ära nimmt, dann kommen die ganzen Extended Universe Fans und fangen an rumzuheulen, dass doch die coolen Story Arcs aus diesen Zeitlinien nicht genommen wurden. Und dann hat man dasselbe in Grün im Endeffekt. Ja, aber allerdings muss man ja auch sagen, dass sie versuchen ja auch die guten Sachen aus dem Expanded Universe mit sich rauszufischen. Ja, und dann muss man auch leider sagen, ich bin ja selber Leser des Expanded Universe. Das ist in sich nicht konsistent, weil in dem Expanded Universe ist eine Menge Schrott drin. Gibt es einen A-Kanon, einen B-Kanon und einen C-Kanon, und wenn es Lucas gepasst hat, hat er auf den Kanon geschissen und sogar auf seinen eigenen. Und dadurch wurde da so viel drin rumgewurschtelt. Es sind aber ja auch schon Sachen, die schon für Kanon erklärt werden. Daher gewisse Faktoren werden dabei sein und es gibt noch genügend Geschichten neben den großen Schauplätzen oder die sie nur streifen. Wie du ja schon angeführt hast, Rogue One. Es streift zwar den großen Konflikt, wir treffen auch mal kurz große Charaktere, aber es hat ja auch wieder gezeigt, es geht ohne die großen drei. Also für mich hätte auch Rogue One wunderbar ohne Vader. Also ich fand sogar die Vader-Szenen, also gerade die in seinem, auf Mustafa, wenn man davon ausgeht, dass Mustafa war in seinem Schloss, die fand ich sogar mit am schlechtesten. Die waren ein kleines Extra. Die Badass-Szene, okay, Haken dran, das war sensationell, aber die Szene mit Director Krennic, um ehrlich zu sein, auch dann dieser One-Liner so, don't joke on your ambitions, Director, okay, weiß ich nicht, war ein bisschen cheesy, aber okay, von mir aus. Ja. Ich finde ja, wir haben bei Star Wars ein Stück weit
eigentlich sogar fast dasselbe Prozedere wie bei Discovery. Also wie Discovery mit Star Trek umgeht, in der Art der Freiheit. Star Wars sagt, Expanded Universe ist jetzt Legend. Also von wegen, das schmeißen wir jetzt mal alles auf den Müll. Aber wir nehmen die Teile, die irgendwie, die wir brauchen können, die nehmen wir. Die nehmen wir und bauen sie ein. Und so handhabt Discovery ein Stück weit auch Star Trek. Die sagen, uns gefällt der mögliche Klingonenkonflikt. Ja, nehmen wir. Uns gefällt das Spiegeluniversum, das ist bekannt, nehmen wir auch. Uns gefällt, keine Ahnung, die Tribbles, die sind berühmt, nehmen wir auch. Und so, das ist dieses Nutznießertum. Und das würzen wir eigentlich mit ein bisschen Pilz. Ja, genau. Sporenbräu. Ich hatte ja irgendwie schon fast gehofft, dass es am Ende heißt, es ist alles im Arsch, wir können es nicht mehr benutzen. Und jetzt heißt es, ja, wir arbeiten an einer digitalen elektronischen Lösung. Tja. Ich wollte den Reboot. Ja, aber ich dachte auch, es kommt eine Zeitreisefolge oder sowas. Aber ich wollte den Reboot. Aber da ich jetzt ja auch gehört habe, die Serie kommt ja frühestens 2019. Die zweite Staffel. Also ich denke mal, da wird jetzt einiges neu strukturiert im Hintergrund. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ja, meine auch. Wie gesagt, ich habe in unserem Podcast dazu gesagt, gebt der Discovery halt endlich mal was zu discovern. Ja, und ja. Das wäre halt mal ganz schön, sodass man dann am Ende, ich sag mal, das so handeln kann, wie ich Deep Space Nine handle, wo ich sage, okay, bei der ersten Staffel gucke ich nur den Piloten. Wenn ich einen Rewatch mache, dann skippe ich die komplett. Eigentlich skippe ich auch die zweite Staffel komplett. Da sage ich nichts. Und fang dann bei der dritten an. Und ab dann ist es eigentlich für mich eine der großartigsten Serien überhaupt. Neben noch ein paar anderen, aber da gehört Deep Space Nine absolut dazu. Leute, jetzt haben wir so ein bisschen hier eine Stunde gequatscht und sind vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Und vielleicht haben wir ein bisschen Licht ins Fandom-Dunkel gebracht. Jetzt machen wir nochmal ein kleines Roundup am Ende. Dominik, fangen wir vielleicht mal bei dir an. Ja. Glaubst du denn, es wird besser werden oder nur noch schlimmer werden, was diese extremen Auswüchse innerhalb der Fangruppen angeht? Und warum tendierst du eher zum einen oder zum anderen? Oh, es wird definitiv schlimmer werden. Der Grund dafür in meinen Augen ist ganz einfach, weil immer mehr dazukommt. Das ist, ich sehe den Hauptgrund, warum diese Diskussionen ausbrechen, ist, dass neue Sachen dazukommen, die mit den alten Sachen immer so ein bisschen clashen oder vielleicht mit den alten Sachen ein bisschen spielen und das können die Alten nicht akzeptieren und dann geht die Riesendiskussion los. Das passiert ja so ziemlich in allen Franchises, sei es jetzt Star Wars, wo die Leute von diskutieren, was die neuen Filme alles falsch machen und auf die alten verweisen. Bei Star Trek hat man ja jetzt gehört, bei Discovery wirft ja extrem viel um und da reagieren sehr viele gereizt drauf, aber auch bei solchen Sachen wie jetzt die MCU, DCU, da kommen ja immer mehr Filme dazu und machen es immer komplizierter und dementsprechend steigen immer mehr die Diskussionen. Also in meinen Augen wird es wahrscheinlich definitiv immer schlimmer. Raphael, glaubst du denn, dass der Bogen so ein bisschen überspannt wird oder dass die Filmstudios und Serienmacher gucken, wie weit sie gehen können? Ich werf mal noch als Stichwort rein die Diskussion über einen weiblichen James Bond. Ich sag mal, ich denke, es wird teilweise ganz oft genutzt, um zu provozieren, gewisse Sachen. Mein Gott, wenn die Story gut ist, würde ich auch mit einem weiblichen James Bond leben können, wenn es irgendwie erklärt wird. Aber aufregen wird sich immer jemand, aber ich denke halt, momentan versuchen viele alte große Franchises nochmal komplett neu zu erfinden. Anstatt selber was Neues zu erfinden, werden große, komplexe, alte Sachen versucht nochmal komplett umzupolen und das bietet einfach immer Konfliktpotenzial. Moritz, wie wirst du denn für dich eine Strategie entwickeln, dass du in Zukunft deinen Puls unter 180 hältst, wenn du in die nächste Fandiskussion gehst? Ich suche mir das Schlachtfeld aus, auf dem ich kämpfe. Ganz ehrlich, ist so wichtig, ist es mir dann in einigen Fällen in der Tat nicht mitzudiskutieren. Ich schraube mich da ehrlich gesagt zurück. Also du wählst so ein bisschen den Weg, dass du sagst, okay, dann macht ihr halt euer Gedöns, aber lasst mich bitte dann raus. Jein, ich
ich gucke da schon gern rein, ich verfolge das gern und bei gewissen, man merkt anhand der sagen wir mal so, der letzten drei Kommentare, wenn man irgendwas kommentieren will, merkst du ja anhand der letzten drei Kommentare schon ganz gut die jeweilige Stimmung, die jeweilige Atmosphäre. Was sind das für Leute? Da kann man ja dann sagen, da macht man mit und da macht man nicht mit. Aber so wirklich auf allen Ebenen mittanzen muss einfach sowieso nicht sein. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort oder wie es meine Oma immer gesagt hat, es allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Von daher vielen Dank, ihr drei, dass ihr heute bei Nerdizismus zu Gast wart. Ich glaube, ihr solltet noch mal kurz die Gelegenheit nutzen, für jeden noch mal eben vorzustellen, wo man euch finden kann. Dominik, den Pen & Podcast findet man am besten überall, wo es Podcasts gibt, unter dem Stichwort... Ja, man kann uns direkt unter unserem Namen suchen, dann landet man meistens bei unserer Webseite penandpodcast.de. Ansonsten sind wir auf Facebook unter gleichem Namen und ja, über alle möglichen Podcasts-App, wo man jetzt seine Sachen raussuchen kann. Man findet uns auch auf iTunes und Soundcloud. Prima. Und den Popschutz, den finde ich überall wo? In jedem Podcatcher, wenn ihr Popschutz eingibt, über Google, über Popschutz, ansonsten auf popschutz-podcast.de. Auf Twitter findet ihr uns auch und natürlich auch auf iTunes. Ja. Prima. Und Moritz, wo können wir dich als nächstes wieder hören? Wahrscheinlich demnächst wieder auf Planet Trek wegen The Orbel. Yay! Yay! Gut, da werden wir auf jeden Fall einschalten. Nerdizismus bedankt sich vielmals, dass ihr alle da wart. Teile davon euch sehen wir ja vielleicht auf der nächsten Convention wieder. Nerdizismus wird auf jeden Fall demnächst wieder on air sein. Dann geht's nämlich jetzt mit The Walking Dead weiter. Und da gehören wir definitiv zu einer der Gruppen, die also nur am Ranten sind von Folge zu Folge. Aber mal schauen, vielleicht wird uns ja die zweite Halbstaffel da mit einem doch erfreulicheren Storyline beglücken. Wir haben die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben. Ansonsten könnt ihr Nerdizismus live on stage erleben auf der MagicCon in Bonn am 24.03. um 15 Uhr. Da spielen wir zusammen mit den Freunden von Retro TV und von den Hipster Fashion Fangirls. Unser Nerd-Quiz in der Fantasy Edition, das wird, glaube ich, eine ziemlich tolle Sache werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und lasst doch mal eine Bewertung da. Ciao. Ciao.